Hallo, ihr Liebeleid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Sodela, jetzt gucken wir nochmal. Donovan ablenken und Wasserabsteller. Okay, wo war dann dieser Boiler Room? Das ist jetzt auch wieder eine Woche her, dass ich gespielt habe, zuletzt. Deswegen muss ich nochmal gucken. Boiler Home, da ist er. Da ist noch so ein komischer Typ noch da. Der wird mich wohl nicht aufhalten. Okay, schick sieht's aus. Was haben wir denn hier noch? Haben wir nix. Ein bisschen Werkzeug. Alle hopp. Ah ja, gut, wir müssen ein extra nochmal Rad besorgen. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, die hat halt nur die Kraft von I Pierce. can't shut this with my bare hands. I need a tool. Natürlich. Spiel gespeichert. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich da in der letzten Episode Pause gemacht, beziehungsweise meinen Cut gemacht. Aber jetzt brauchen wir erstmal Werkzeug, wahrscheinlich jetzt Zang oder ähnliches, ne? Große Zang oder irgendwas in der Art, um das Ding mit Hebelbewirkung, vor allem mit Hebelwirkung ziehen zu können. Machen wir mal sicherheitshalber zu. Oh, der pfeift? Ja, cool. Hehe, ich bin ja selber, ach. Hin und wieder mal Pfeifenraucher. Das heißt, ich habe ursprünglich mit dem Rauchen mit der Pfeife angefangen und bin dann erst später auf Zigarette umgestiegen. Und hin und wieder rauche ich eigentlich schon ganz gerne mal eine Pfeife, weil der Duvak ist erheblich angenehmer zu rauchen. Der ist auch lieblicher vom Geschmack und nicht allzu. Ach Gott, stört so ein. Sorry, wenn ich jetzt wirklich den Begriff auspacke, aber das ist für mich ein Nutterstängel. Ich weiß, damals war das üblich für Damer, dass man so Ding benutzt hat, vor zum Rache, aber auch in Saloons und so weiter haben das die Ladies benutzt. Na, wie dem auch sei, irgendwo sitzt, ach, eine Zange oder irgendein Werkzeug sei. Wo ist noch, wo ich das finde? Der Administration wohl eher nett, vielleicht im Badezimmer. Ja, und wie gesagt, da habe ich hin und wieder rache ich auch mal Pfeif. Ich habe eine, deren Stil auswechselbar ist. Da habe ich eine mit langem Stil und eine mit kurzem. Also, ich habe einen langen Stil und einen kurzen Stil. Ich finde beides eigentlich ziemlich cool. Ich mag das auch ganz gern, Pfeif zu rauchen, weil meiner Meinung nach entspannt das ziemlich. Der Administration ist vielleicht auch ein Werkzeug. Ich bezweifle es jetzt zwar, aber hätte es sein können. Hier. Ach, nicht. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich nirgendwo eine Taschenlampe oder ähnliches habe. Mal ein bisschen Licht zu machen, weil ich befürchte, das wird uns irgendwann noch kräftig in der Arschkneife hier, diese düstere Stimmung. Okay, da komme ich sowieso nicht durch, wegen Schwester Donovan Hackezeck. Also in dem Badezimmer war ach nix. Ja. Block A. Wir haben auch eher nix finden. Was ist dann hier noch? Ah ja. Klo. Okay, ihr kennt mich, das muss jetzt sein. So, Triggerle gemacht. Das muss immer sein beim Let's Play, wenn ich ein Klo sehe. Okay, jetzt habe ich aber Werkzeug tatsächlich gefunden, und zwar einen Schraubenschlüssel. Und auch noch ein ziemlicher Oschi, wenn ich das mal so sagen darf. Der liegt halt zufällig auf dem Scheißhaus rum. Warum? Ach, nicht. Ja, genau, das war dann hier. Boiler Room, genau. So, dann wollen wir doch mal. Genau, dann kann man jetzt einfach mit Hebelwirkung ziehen. Okay, perfekt. Wir haben auch noch was zur Verteidigung dabei. Okay, in Fullers Büro gehen und das Wasser abstellen wird als erledigt markiert. Nur weil man Molokop das Ganze halt verdeckt. Ja, zu Elizabeth zurückgehen. Okay, die ist hier, ne? Jetzt kann die nämlich Bumpe. Dr. Colden, might there be a problem with the water? Vielleicht, I was ja. about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Gott, und wie die Wand da hinten schon aussieht. Ich nur mal so nebenbei, voll das abgeschimmelte Ranzbart. Bäh. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Hecke zack nicht loswerden.
Ist die fort? Ja. Sieht gut aus. Perfekt. Na dann. Machen wir mal zu. The missing files must be hidden here. Okay, jetzt sind wir hier im Büro drin. Jetzt können wir mal ein bisschen investigieren. Jetzt schauen wir da mal. Wir sind zwar nicht der Fachmann, aber something is wrong with these masts. Oh, some sort of puzzle. Aha, bin ich direkt auf das Wichtige gestoßen. Natürlich ein Mikroskop, das darf nie fehlen. Sonst wissen wir ja nicht, dass es ein Arzt ist. Da haben wir noch so Grammophon mit Walzereingabe, sehe ich. Yep. The Stendhal Syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Okay. Stendhal-Syndrom sagt man jetzt nichts. Ich bin ja auch kein Psychologe. Ursprünglich wollte ich es mal studieren, aber ich habe gemerkt, ich hätte nicht so die Geduld mit Patienten. Von daher bin ich dann doch eher in die Archäologie gegangen. Psychologische Studie. Eine Studie über das Stendhal-Syndrom, eine besonders seltene Geisteskrankheit. Betroffene zeigen psychische Störungen aufgrund einer Reizüberflutung, wenn sie Kunstwerken ausgesetzt sind. Das finde ich fair. Da hinten dran ist noch irgendein illustres Einmachglas mit Wester Deivel was drin. Aber das muss auch sein. So ein Büro von so einem Chefpsychiater muss natürlich auch viel wichtiger Kram in Kiste sein und es müssen viele Fachbücher dabei sein. Das gehört sich einfach so. Bei unserem Institutsleiter in der Form frühgeschichtlicher Archäologie ist tatsächlich die ganze Wand voll mit dem Buchregal, was vollgestopft ist mit Fachbüchern. Ach ja, so muss das sein bei so Institutsleiter. Wobei der hier ziemlich mickerlich ausfällt mit einem kleinen Regal, was nicht mal vollgepackt ist mit Büchern. Okay, dann something is wrong with these masts. Machen wir das doch mal. Sort of puzzle. Können wir da... Ah ja, wir können Mast können wir auch wechseln. Ah, wir probieren einfach mal ein bisschen rum, bis die alle in die richtige Richtung zeigen. Und zwar so. Ja. Patient files. Trophäe erhalten in Kupfer, das weiße Schiff. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das so in Segelrichtung stehen muss. Vor allem gehen muss, weil du Skylla drauf steht. Oh Mann, was ein Unterbewusstsein als von Scheiß vorjodelt. Gespräch mit Sarah Hawkins. Diese Walze war im Büro von Fuller versteckt. Er hat seine Gedanken zu einer der vielen Psychoanalysen aufgezeichnet, die er an Sarah Hawkins vornahm. Ja gut, die Psychoanalyse in der von 1924, das wird wohl eher so kalte, herzlose Sigmund Freud-Analyse sei. Ist zwar immer noch der Grundbaustein für moderne Psychoanalyse, aber hat doch an Aktualität sehr viel verloren. Ich denke, da kann man jeder Psychologe und Psychologiestudent zustimmen. So, hören wir es uns mal an. Session Number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Der Typ zieht aber auch nie sei so eine Brille ab, kann das sein? Vielleicht ist der auch ein bisschen lichtempfindlich. Aber jetzt sind wir mal im Rekonstruktionsmodus und wir haben versteckte Gegenstände hier. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Weil sie das Orakel oder sonst was ist. Okay. Natürlich erstmal Spritzgeber. Ich könnte darauf wetten, dass Sarah Hawkins sowas wie Orakel oder Medium oder irgend so ein Scheiß für so ein lokaler Cthulhu-Kult ist, der ihren Mann Joach gehört hat. Also, dass ihren Mann Charles zu so einem Cthulhu-Kult gehört, ist ja wohl, steht ja wohl außer Frage. Ah, da ist was Verstecktes. Why is Ethan on medication? Okay. Aber es gibt immer noch versteckte Sachen. Ja, wie gesagt, ich vermute einfach mal, dass die da mit dazu gehört zu dem Kult oder zumindest von dem Kult missbraucht oder ausgenutzt wird. Und dass da irgendwie viele Leute mit drin stecken. Höchstwahrscheinlich auch Dr. Fuller. Und der will das irgendwie wissenschaftlich erkunden. Das ist ein Joint an den Finger. Nett. This finger belonged to a woman. Why keep it here?
Jetzt haben wir zumindest nur alle versteckte Gegenstände gefunden. Also ich könnte wirklich darauf wetten, dass die so der Mittelpunkt von dem Cthulhu-Kult vor Ort in Darkwater ist. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Sieht so aus, ja. Then James came. I read that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. Ist der auch irgendwie involviert in die... Also es würde mich im Wundern, wenn der wüsste, was da alles abgeht, dass der Captain Fitzroy, der ist ja schon eine relativ wichtige Persönlichkeit in Darkwater. Es würde mich nicht wundern, wenn der Kerl da auch irgendwie involviert wäre und entweder für oder gegen den Kult handelt. Der ist ja eigentlich eng mit der Hawkins befreundet gewesen, so wie er auch. Vielleicht will er das Ganze wissenschaftlich erklären, so pseudowissenschaftlich 20er Jahre mäßig mit ein bisschen Okkultismus vielleicht noch im Medizinbereich. Während er vielleicht, ach, ich weiß es noch nicht, noch sind die Informationen zu rar gesät für mich. Hawkins, Fitzroy und Fuller. What is the connection between these three? Das frage ich mich auch gerade. I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. Okay. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Of course, Herr Fuller. Ja, vor allem of corpse, nicht of course. Hoho, Wortwitz. Ach Gott, wie scheiße. Entschuldigung, das musste alt sein. Ja, der steht hier in äußerst epischer Denkerpose vor irgendeinem unbekannten Leichnam höchstwahrscheinlich. Oder Patient. Aber da können wir jetzt auch gerade nichts machen, oder? Können wir an dem hier irgendwas feststellen? Nee. Der hat auch keinen Buckel. Ansonsten haben wir hier nichts, womit wir interagieren könnten. Weil ich mag das total, diese dieses Rekonstruktionsfeeling, wo man in so einem Zustand von geistiger Umnebelung und Unklarheit noch verweilt. Ich finde das schon ziemlich geil gemacht. Tja, jetzt weiß ich allerdings nicht, wo ich hier weiter agieren kann. Ne? Hier mal wieder Fingerli. Aber Desmond können wir nicht an... Ah ja, da hier, bei der... Akte. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Oh, nett. Da hat einer von ihrer Schuhe aufbewahrt. So eine Art verstörendes Aschenputtel. Rekonstruktion zum Beenden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du jetzt wieder irgendeine Filmsequenz kommt. Ich könnte darauf wetten, dass Fuller uns jetzt stellt und dann, haha, sie werden in den Keller verlegt und ich mache sie fertig. So wie ich die anderen Patienten fertig gemacht habe. I must go back to the basement. Natürlich. Okay, dann geht sie von sich aus in den Keller. Ich könnte drauf wetten, dass Fuller sie doch stoppt. Oder selber reiferlegt als Patientin. Okay, da kommt man nämlich raus. Ich will irgendwo, wo es raus auf die Flur geht. Another way. Ich könnte drauf wetten, dass Fuller und die Hecke Z jetzt schon durchstehen. Nee, nee. Okay. Gut, das war auch offen. Na dann, in den psychiatrischen Flügel hinuntergehen. Na gut, ich habe echt schon gedacht, die stellen sie jetzt und dann, haha, das war's dann. Ab mit dir und als Patientin. Und nimm mir als Ärztin. The operating room is never accessible after an operation. Okay, das war der OP-Saal, netter psychologischer, psychiatrische Flügel. Wo geht's denn dort zum psychiatrische Flügel? Ist es das hier? Mhm. Ah ja. Jetzt kommen wir runter. Na gut. Oh, leck. Ich habe doch ganz mieses Gefühl. Zumal ich gedacht habe, ja, Riverside Institut, wo wir mit Piesto waren, war schon das Schlimmste, aber jetzt auch nochmal mit Colton runter. Und der ist schon total zerkratzt und alles. Alter. Jetzt müssen wir also nochmal in das furchtbare Ding da runter. Ich habe ja schon gedacht, mit Pierce wäre das der schlimmste Teil vom Spiel schon gewesen, aber ich befürchte, jetzt, wo das Spiel erst richtig aufdreht, siehe Shambler und so, dass es jetzt erst so richtig ekelhaft abgeht. Oh.
Mir hier noch 5 Minuten. Ja, und je weiter das noch ohne geht, desto ekliger, düsterer. Oh Mann. Let's Player-Krankheit mit der Nase. Und blutiger wird's. Na super. Das ist schon mal riesig eik vertrauenswürdig. Ich mag nicht. Steht da irgendjemand? Nee, oder? Nee, das ist nur ein Lampekopf. Okay. Boah, ich werde wieder zunehmend nervös wie Sau hier, weil das Spiel einfach Stimmung generiert. Jetzt verschrecke ich schon. Now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Ja, na toll. Ich hab's geahnt. Scheiße. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief. Oh, I swear I'll shoot. Okay, der Typ sieht nun aus, als würde er das machen. Es war Charles Hawkins. Sie sind kein Mörder, Redegewandtheit, Meister. Sie werden es bereuen, stärker Experte. Ja, komm, dann machen wir das, was wir freigeschaltet haben. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. Ich verstehe nicht, warum, He's aber okay. Dead. No. He was here for a very specific item. Ja, sieht auch aus, als hätte er schon länger in die Mikrofon, wenn ich bei dem Sahara-Ringer angucke. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Hat er irgendwelche Buchzitate auf seinem Unterarm tätowiert, auf seinem Rechte? Okay, Okkultismusmeister, ich habe durch jemanden das Augen gesehen. Ich bin mir nicht sicher, Mary Colden war dort. Okay, da wir kein Okkultismusmeister sind, muss es wohl das hier sein, was wir nennen. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Okay, es ist tatsächlich das Necronomicon gewesen. She was at the Riverside Institute. Geil. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. Arcan und Drake entdeckt und im Riverside-Institut. Okay, sagen wir mal, Hilfe ist immer gut, aber geil, es war das Necronomicon tatsächlich, wie ich mir's gedacht habe. Alright. Alright. Dies wird dein Schicksal verändern. Trophäe erhalten. Gelehrter des. Punkt. Let's meet later at the Hawkins Mansion. Keine Ahnung. Now go! Rescue the doctor! Hajo! Selbstverständlich! Ach, scheiße. Wieder ab ins Riverside Institut. Also geil sieht es ja schon aus mit dem Riverside-Institut. Trophäe erhalten in Kupfer. Die Falle! Kapitel 9, Riverside-Institut. Das Buch projizierte Pierce in den Körper von Dr. Colden. Der Detektiv erlebte, wie die Freundin von Bradley ihre Ermittlungen durchführte. Mit den Experimenten von Fuller konfrontiert, betrat sie sein Büro und fand heraus, dass der Leiter des Riverside-Instituts nicht nur Informationen über Sarah Hawkins, sondern vielleicht sogar ihre Leiche zurückhielt. Dabei wurde sie von Fuller entdeckt. Pierce muss sie retten, bevor es zu spät ist. Natürlich. Ja, aber ich bin ja mal gespannt. Algernon Drake hat ja gesagt, dass er jetzt mehr oder weniger unser Verbündeter ist. Das hat Einfluss auf unser Schicksal. Das könnt ihr leider nicht lesen, weil mein Mollekopto direkt over links in der Ecke davor ist. Deswegen sage ich ja auch immer, dies wird ein Schicksal verändern. Alles, was auf links im Prinzip durch mein Facecam verdeckt wird, lese ich euch hier vor. Aber ich bin immer gespannt, inwiefern das Auswirkungen haben wird. Ich meine, der Typ ist ein Mystiker, der Typ ist ein Okkultist. Der wird schon Ahnung haben von dem ganzen Kruscht und Kram. Ich finde persönlich, es kann nicht schade, den Typ als Verbündete dabei zu haben. Vielleicht müssen wir ihn irgendwann opfern, weil er ansonsten außer Bücherwurm und Wisse nicht besonders viel zu bieten hat. Oder er stirbt so, weil er relativ schwach ist. Ich kann es nicht sagen.
Aber ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir nehmen einfach mal die Hilfe A, die wir kriegen, weil jede Hilfe kann nicht schaden. Jo, jetzt heißt es auf jeden Fall wieder ins Riverside-Institut. Und großartig, ich habe mich ja schon schier zu Tod verschreckt, als ich da Dr. Fuller auf mich zulatschen gesehen habe. Das kann jo heiter wäre, wenn wir da jetzt nochmal hier müssen. Aber wir haben mal wieder die 20-Sekunden-Marke geknackt. Das heißt, wir machen jetzt gerade noch den Wahnsinn betreten, wenn es geladen hat. Ja, jetzt. Und gucken uns eventuell noch die Filmsequenz an und machen dann unseren Cut. I pray Colton is really here and alive. Gut, wir sind wieder in Fullers Büro. Und ich würde mal sagen, Hauptziel ist Dr. Colton finden. Das wird jetzt ganz amüsant. Und ich mache, wie versprochen, jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.